Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Der klassische Gameboy ist ja nicht unbedingt für seine technischen Stärken bekannt, sondern wegen seinen guten Spiele, die trotz der einfachen Technik gut sind. Aber es gibt durchaus so einige Titel, die so richtig, richtig gut was aus diesem System rausholen. In diesem Video stelle ich euch fünf dieser Spiele vor. Ich habe hier natürlich so einige ausgeklammert, wie zum Beispiel welche, die Hardware-Add-ons haben und so weiter. Ich hoffe, euch gefällt meine Zusammenstellung. Bei frühen Ego-Shootern denkt wahrscheinlich jeder sofort an Wolfenstein 3D oder Doom. Für solche Spiele braucht man schließlich eine gute Technik, damit die Illusion auch gut aufrechterhalten werden kann. Aber es gab auch Spiele davor und auch auf Systemen, die eigentlich nicht dafür geeignet sind. Ein Jahr vor Wolfenstein 3D erschien Faceball 2000 für den Game Boy exklusiv in Amerika. Hier lauft ihr durch verschiedene Arenen mit Gängen und erledigt Gegner. Die Steuerung geht dabei überraschend gut von der Hand und auch die Orientierung innerhalb der Arenen könnte schlimmer sein. Der Umfang des Spiels ist jedoch etwas eingeschränkt. Viele verschiedene Spielmodi gibt es nicht und Waffen erst recht nicht. Ihr könnt Kugeln verschießen und das reicht. Ziel ist es immer, alle Gegner zu erledigen und dann in den nächsten Abschnitt zu gehen. Davon abgesehen könnt ihr natürlich auch einige Sachen wie Lebensenergie einsammeln. Ego-Shooter auf den Gameboy geht überraschenderweise. Mithilfe von Argonaut Software, welche später die treibende Kraft hinter dem Super FX Chip und Starwing auf dem Super Nintendo waren, gelang hier Nintendo echte 3D-Grafik auf den Game Boy. Ihr fliegt hier mit eurem Raumschiff durch überebene Flächen und müsst dort einige Aufgaben erledigen, welches im Regelfall heißt, erledigt alle Gegner. In Stationen könnt ihr noch eure Waffen upgraden und so weiter. Bei der Steuerung könnt ihr eure Geschwindigkeit regeln und euch frei umschauen, wobei diese Bewegung nur seitlich geht. Ihr könnt und müsst auch nicht nach oben oder unten zielen. Beeindruckend bei diesem Spiel ist, wie angesprochen, die echte 3D-Grafik. Objekte werden hier korrekt dargestellt, wobei es natürlich keine Texturen von Objekten gibt und ihr überall nur einen Wireframe seht. Trotzdem könnt ihr jedoch hier alles gut erkennen und vielleicht noch überraschender, es läuft alles flüssig. Schade, dass dieses Spiel nur in Japan erschienen ist und die Sprachbarriere einem hier den Spielspaß verderben kann. Auf den ersten Blick sieht Cosmo Tank nicht gerade besonders aus. Aus der Vogelperspektive fahrt ihr mit einem Panzer durch verschiedene Landschaften und bekämpft viele Gegner, könnt Upgrades einsammeln und so weiter. Soweit also nichts Besonderes. Wenn ihr jedoch einen der vielen Höhlen betretet, wechselt das Spiel in seine Perspektive in eine Ego-Ansicht. Diese läuft zwar nicht so flüssig wie in Faceball 2000, sondern ist felderbasiert, aber auch hier laufen die Kämpfe gut von der Hand. Aber nicht nur diese beiden Spielmodi gibt es, sondern auch ein wahres Shoot'em-Up-Abschnitte zwischen den einzelnen Leveln. Hier wurden also schon fast drei verschiedene Spielprinzipien in eines gepackt und alle Teilbereiche sind gut umgesetzt. Daher bekommt dieses Spiel einen verdienten Platz in dieser Liste. We'll be right back.
Das Spiel erschien sehr spät im Lebenszyklus des Game Boys und dürfte daher vielen entgangen sein. Das ist besonders schade, da ich euch hier richtig gute Rallye-Rennspiel-Action erwartet. Ihr seht schon die fantastische Grafik. Dass solch gut geschaltete Strecken so flüssig auf dem System laufen, hätten wohl zum Start des Systems nur wenige gedacht. Aber es bleibt nicht nur bei der Grafikpracht, sondern auch beim Umfang. Jede Strecke fährt sich durch den Bodenbelag anders und es gibt sogar Wettereffekte wie Regen. Darüber hinaus könnt ihr aus 4 verschiedenen Autos auswählen, die alle nach realen Vorbildern gestaltet sind und lizenziert wurden. Wenn man also alles zusammennimmt, bietet das Spiel eigentlich alles, was ein modernes Rennspiel so bieten muss. Und das auf den Gameboy. Wenn ihr das Spiel auf dem Gameboy startet, begrüßt euch erst einmal ein sehr simpler Port des alten Spielhallen-Klassikers. Ihr habt nicht wirklich viele Optionen und das Spielprinzip ist exakt so wie damals, einfach aber gut. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso das in dieser Liste gelandet ist. Technisch sieht es ja jetzt nicht gerade beeindruckend aus. Seine wahre Stärke spielt das Modul erst aus, wenn ihr es in den Super Game Boy Adapter auf den Super Nintendo spielt. Neben dem normalen Modus, in dem ihr das Game Boy Spiel eingefärbt spielen könnt, gibt es auch einen richtigen Arcade-Modus. Das ist nichts weniger als ein eigenständiges Spiel für das Super Nintendo. Richtig gehört, auf diesem kleinen Gameboy-Modul ist ein komplettes Super Nintendo-Spiel enthalten. Hier könnt ihr dann den Klassiker in voller 16-Bit-Pracht genießen. Das war meine Auswahl. Habt ihr noch andere Ideen, was für technisch beeindruckende Spiele es da noch draußen gibt? Haut's in die Kommentare rein. Ich freue mich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.